Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge LS19 auf der Hof Bergmann. Und wer wird es nicht glauben, was wir wieder machen? Wir mähen weiter. So, einschalten. Umschalten. Schalten. Und let's go. Ein bisschen was haben wir noch zu tun mit Mähen? Aber dann. Wir lassen Spaß hier irgendwo am Feldrand hier stehen können. Gut. Okay, gibt es keinen, den wir da noch blockieren? Dann setzen wir runter, holen hier schnell mal flink einen Schwarzer. Dann nicht geschwartet. Erstmal müssen wir hier so ein bisschen in die Puschen kommen. Mähendusche schon die dritte Folge, 2,5 Folgen. Andere haben wir ja die Hälfte der Kompost gefahren, bevor ich angefangen habe. Aber ich habe gerade so eine Runde Vorgewende geschafft. Aber es ist die zweite Folge, wo wir am Stück halt mähen. Aber es ist nun mal so. Mist mal durch, das hoch, wenn wir vorschwärmen wollen. So, so, komm, weiter geht's hier. Vollgas. So, weiter geht's. Schon eine Runde beenden, von dem Roboter schon mal.
Alter Schwede, ging das schnell. 5 Minuten in Runde, schaffen wir die Runden noch. Ja, 3 Runden, 4 insgesamt, 3 Runden schaffen wir noch, aber die Runden ja kleiner werden. Und wir ja den Vorteil haben, mehr schaffen. Die plus 3 Runden. Noch insgesamt 4. Mir fetzt voll, was der Fendt hergibt. Und wenn es mehr gibt, dann näher. Aber hat er schon mal das schon halbwegs gut geworden, das Fahrzeugkrieg, aber 70 Stunden. Hat auch schon wieder was auf dem Tacho. Dann warten wir aber einen neuen Tacho gekriegt hier. Ich bin jetzt bis 10 Kilometer gefahren. Da bin ich ja bestimmt auf dem Feld bis gefahren. Zum Feld und auf dem Feld. Wobei das Ding immer überdreht. Mit knapp 70 Betriebsstunden könnte es schon sein. Wo wir im Tacho immer rum sind. Ich weiß nicht, ob der analog oder digital ist. Und wie viele Stellen wir noch digital, wie viele Stellen sie eingegeben haben. Bevor er wieder von Null anfängt. Ja, immer solche Fragen. Wie man da ja auch berücksichtigen muss. Ich sehe gerade, wir lernen uns einen Strommasten. Ja, das ist auf allen Formen. Mal gucken, wie man das am dümmsten regnet, aber ich habe da schon eine grobe Idee. Eine grobe Idee, wie es klappen könnte. Ich fahre jetzt so vorbei und drehe jetzt mal Ringel um den Strommast. Ich wollte Ringel drehen und mit dem Mähwerk hängen bleiben. So haben wir nicht gewettet, ja. Das passt nur so, wie ich mir das dachte. Auf der Runde. Auf der nächsten Runde dann. Könnte es so passen, wie ich mir das gerade gedacht habe. Aber denkt man nie gedacht zu haben. Dum-di-dum-di-dum.
So. Bin ich immer gespannt, wie ein Schnitzel Flitzebogen gegen was am dümmsten machen. Haben die Nase? So, jetzt fahren wir genau frontal drauf zu. Jetzt ziehen wir hier rum. Jetzt müssen wir hier rum. So, gucken wir mal, wie ich den jetzt mitgenommen habe. Und jetzt geht's hier rum. Ne, wir dann werden in anderen Runden mit, denke ich mal, den Rest, wo es den Wendler ausgehoben hat. So, sagen wir, Runde frei werden wir dann haben noch 8 Minuten. Trotz unserem Pirouetten-Solo da und Strommast. Jetzt gut voran. Ich mal, in der Folge werden wir brauchen zum Mähen. Schwarzer dürfte schneller gehen, da haben wir ein bisschen mehr Fläche, also Arbeitsbreite. Gucken wir mal, das Luft läuft in vorne gesehen. Wenn ich das Inseln machen würde, erst mähen, bevor ich mit dem Wender drüber dann nochmal mit Schwader dann pressen. Ja, noch mehr adlig, muss ich leider ganz ehrlich so sagen. Wenn du jedes 3,5, 4 Folgen brauchst, sind das 4 Folgen mähen. Wenn wir 4 Folgen wenden, so bei 8. Nochmal 4 Folgen Schwaben, also bei 12. 4 Folgen Pressen, sind wir bei 16. Oder also 2 Folgen sammeln. Fast 3 Wochen. Also 18, 20 Folgen, 3 Wochen. Wo nur hier auf dem Feld rumhampeln bei 20 Minuten Folgen. Aber die Woche bin ich ein bisschen kurz eingespannt, weil ich habe mir die Schichten nicht ganz so goldig gegriffen. Aber die Schichten, die man nicht gerne macht, muss man auch mal machen. So ist es leider. Die Mittelfrühschicht geht eigentlich, ich habe die fängt von 6 bis 14:30 ist die. Aber bei der Hause ist 15:30, dann war mein PC noch ein bisschen belegt. Ja, das kommt ein bisschen was zusammen. Schlei rangekonnt hätte ich ein bisschen mehr Luft gehabt. Ich bin schon überlegen, ob ich die Woche noch Stream anschmeiße. Heute ist ja aber die Folge aufnehmen Dienstag. Ihr seht die am Donnerstag. Aber so ist das nun mal. Regelmäßig Folgen bringen, muss man ein bisschen Vorlauf haben. Den habe ich Montag ein bisschen, habe ich jetzt noch eine Woche Urlaub gehabt, habe ich bin alles vorproduziert, habe ich Montag schon mal einen Tag eingebüßt. Donnerstag, also Donnerstag könnte ein bisschen knapp werden.
froh, deine Glück habt uns da ab dem Wochenende folgen. Und dann noch sein, wenn wir Glück haben. Die Wochenendfolgen könnte ich wieder Glück haben, es sind nur 4 Stück. Aber wenn alles gut geht, könnten wir auch ein neues Projekt starten von neuen Map. Das muss gut gehen alles. Dass der Saal schon so in trockenen Tüchern ist, wie ich es gerne hätte. Die 4 sind in der 5. Runde. Gut, wir sind erfolgreich mit dem Strommast rumgeschippert. Jetzt sind wir ja bloß noch kreiselfrei. Ah, Mist. Ne, geschafft zu muten. Entschuldigung, ich hoffe, es fallen euch nicht die Ohren ab. So, okay. Mit dem Strommast ist es zum rechten Winkel dazu gekommen. Ganz so einfach. So, Dele, haben wir doch schon ein bisschen was geschafft heute wieder. Muss ich sagen, sieht gut aus. Drehen können, ich muss das Play rausfahren müssen. Die eckigen, also die eckigen Kanten sind nicht so mal so eckige Ecken. Also ich habe nur gerne runde Ecken zum Fahren. Gerade beim Mähen. Aber ich sehe gerade wieder auf dem Tacho, wir sind schon wieder am Folgenende angekommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Jaso. So.